So, Tag 8. Ach ja, erstmal den guten alten Generator wieder ausschalten. Ne, das ist die Säge. Strom sparen. Moment, ich kann... Altmetall? Ah ne, ich kann die Fallen. Ich wollte gerade sagen, ich dachte kurz, ich könnte Fallen mehrfach benutzen. Unser Händlerfreund, was hat er denn? Dann lassen wir das erstmal. Das brauchen wir nicht. Ich muss gerade erstmal gucken, dass ich hier die Sachen wieder in etwa dahin kriege, wo ich sie haben wollte. Bärenfalle. Brauchen wir am besten eine neue gleich. Nagel. Hatten wir nicht einen Dietrich? Habe ich dabei. Das lege ich darüber. Fackeln habe ich, das habe ich. Gut, dann mache ich mich als erstes auf. Wir sind ja jetzt hier. Genau, irgendwo da unten. Ein Panzerfrack. Klingt interessant. Na, wo bist du? Aua, sorry, Mann. Ich... Da kommt man nur hier vorbei und dann wird man aus Versehen angegriffen. So. Oh oh. Einige werden schon mitbekommen haben, dass am Sonntag ein anderes Video online ging. Und zwar habe ich mal geschaut und Alter, Schreck. Und hab nach einiger Überlegung ein anderes Video hochgeladen am Sonntag, damit ich auch die anderen Videos noch weiter durchbekomme, sag ich mal.
und werde jetzt auch gucken, dass ich vielleicht mittwochs auch ein anderes Video hochlade. Da bin ich halt noch nicht ganz sicher, wie ich das machen werde. Ursprünglich war mittwochs ja gar kein Video geplant. Und dann gucke ich mal, ob ich mittwochs halt praktisch. Na, Hundi, Hundi, Hundi. Und dann werde ich halt mal schauen, ob ich mittwochs ein Video halt zusätzlich hochlade von den ganz alten. Aber da natürlich nicht wundern. Die Voice Files in dem Fall sind ziemlich alt. Da wollte ich zu viel. Komm schon. Braucht die Ressourcen? Gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Stock Credit bei unserem Freund, das beziehungsweise was wir verkaufen können. Könnte einen Dietrich benutzen. Tun wir das doch. Ach ja, ich habe ja eine Zweitwaffe. Ich kann ja. Dietrich benutzen. Ehrenvoll und noch ein Stab. Sieht doch gut aus. Den Stab rüsten wir aus. Lager des Wolfes gefunden. Ich rieche deinen Gestank einen Kilometer gegen den Wind, Fleisch. Ich fasse es nicht. Ich kann meinen hübschen Äuglein kaum glauben. Du hast es geschafft. Ich muss zugeben, du bist ein ziemlich findiges Stück Fleisch. Der Wolf lächelt und zeigt dabei seine spitzen Zähne. Zeit für die Einzelheiten. Folge dem Pfad am südwestlichen Rand des stillen Waldes. Du erreichst ein Dorf, in dem eine alte Hexe und die nach Hühnern stinkt. Sprich mit mir, vielleicht findest du etwas Interessantes heraus. Aber sei wachsam, Genosse. Lass dich von ihrem gütigen Gesicht nicht täuschen. Das eigennützige Miststück hat hinter der verschlossenen Tür in ihrem Haus etwas, was nicht ihr gehört. Etwas, was ich haben will. Bring mir den Schlüssel zu dieser Tür und ich sage dir, wo du findest, was du verloren hast. Es ist doch ein ehrliches Angebot, nicht wahr, Genosse? Ein Schlüssel gegen einen Schlüssel. Gut, dann leg los, an die Arbeit. Sieht ganz aus, als wollte dich sonst niemand einweihen. Hör zu, die Einwohner unseres reizenden Dörfchens haben sehr viele Geheimnisse, Schätze, die sie mit niemandem teilen wollen. Diese egoistischen, hinterlistigen Halunken, sie glauben, sie wären was Besseres, weil sie Menschenschnauzen haben. Sie behandeln uns wie Aussätzige, aber weißt du was? Scheiß auf sie. Wir sind Kumpel, oder? Und die... Die haben es verdient, bestraft zu werden, Fleisch. Der Wolf kommt näher.
Hörst du das Quietschen? Ist das eines ihrer Geheimnisse? Der Wolf grinst, während er das ferne Geräusch genießt. Finde den Schweinestallfleisch. Sorg dafür, dass das Quietschen aufhört und der Schatz gehört uns. Hübscher Gegenstand, perfekt für einen Kirschwall. Achso, das hatten wir schon. Und Ruf habe ich eins, aber er würde mir einen Werkzeugkasten geben für 200. Ah, 200 kriege ich bei ihm nicht zusammen. Zumindest jetzt nicht. Ja, hier waren wir schon. Foto, Klebeband, Lampe. Esther, ich komme nicht raus, bevor dieses Biest weg ist. Das ist das in meiner Garage lauert. Okay. Gut, dann gehen wir außen rum. Okay, da komme ich auch nicht rein. Schlampig zusammengefügter Haufen Schrott. Ich sehe halt von außen auch nichts. Pilze. Gut. Eine Zeichnung und Werkzeugkasten. Das passt perfekt. Nein! Meine Pilze. War mal ein Traktor, jetzt ist mir nur noch Schrott. So. Kommst du jetzt raus? Petrojek. Ups, hab gar nicht gehört, wie du reingekommen bist.
der Blick des Jungen wandert durch den Raum. Ich habe gestern so ein wackeliges Metalldingsbums gefunden. Es lag da im Gras. Ich mag kein Gras. Es ist so glitschig und kitzelt mich an den Füßen. Statt Gras hätte ich lieber diese Metallwackeldinger, ja. Die Metallantennen an seinem Drahthut fangen plötzlich an zu vibrieren. Hast du Metallwackeldinger? Tratschen. Ich sehe mir nachts gerne die Sterne an. Manchmal sieht man solche hellen, blinkenden Punkte. Das sind natürlich Raumschiffe und Raketen. Der Himmel ist tagsüber so schrecklich langweilig. Keine Sterne, keine Schiffe, keine Raketen. Nichts. Nur diese weißen Rauchspuren. Ich habe gestern eine davon gesehen. Da oben, ganz weit über den Baumkronen. Papa hat immer gesagt, das wären Flugzeuge. Aber so lange Flugzeuge? Es wäre verrückt, sowas zu fliegen. Ich habe heute kein Auge zugemacht. Die ganze Nacht habe ich an das große Metallverdeck vom Traktor gedacht. Es ist so ein schönes Verdeck. Absolut ideal, gar kein Zweifel. Ich meine, fast. Ich müsste es mit dem Schraubenzieher noch ein bisschen biegen und dann schützt es mich. Vor Sternstaub, meine ich. Pietröcke wird plötzlich traurig. Sternstaub. Überall ist Sternstaub. Oh, ich habe auch eins. Es ist ein schönes Foto. Ich hätte auch mal so eins. Ich habe es zu einer makellosen kleinen Kugel eingeschmolzen. Sie sah aus wie der Mond. Alles, was aus Plastik ist, schmelzt sich ein, damit es aussieht wie der Mond. Petrik wird plötzlich ganz aufgeregt. Und? Hast du mein Flugzeug gesehen? Es ist fertig. Naja, fast fertig. Fehlen nur noch ein paar Teile. Die muss ich noch finden. Und? Ich muss die Hülle reparieren. Es ist vor kurzem die Feder abgefahren. Als ich ins Cockpit gestiegen bin, habe ich mir den Kopf angeschlossen. Und? Naja, das ist sie. Abgefallen. Ich dachte, ich fliege, aber es ist nur das Licht ausgegangen. Sind die Blaupausen für meine Weltraumrakete? Fast fertig. Ich habe den ganzen Traktor ausgeschlachtet, damit ich sie bauen kann. Aber mir fehlen ein paar Teile. Ein paar sehr wichtige Teile. Zum Beispiel ein glänzender kleiner Spiegel und so. Eine rechteckige Box mit Kabeln. Und der Junge ist plötzlich in Gedanken. Wenn ich nur noch mehr Traktoren hätte, dann könnte ich auf jeden Fall ins All fliegen. Auf der Straße hier kommst du nicht nach Hause. Du solltest eine Rakete bauen. Ich mag elektronische Sachen. Die Sachen. Hätte jetzt nichts, wo ich sagen würde, das brauche ich unbedingt. Kabel hat er. Ich verbessere mal den Ruf aus Platzgründen bei ihm.